Ja, dann fangen wir doch mal an mit der Spielekost heute. Spezialausgabe zur Devmania, denn da war ich letztes Wochenende und hab da mal ein bisschen rumgefragt, wer mir denn irgendwie ein kleines Spiel geben möchte, das ich hier vorstelle. Und da habe ich jetzt hier ein paar gesammelt. Ich denke mal, so ungefähr 10 Stück sollten das sein. Und die werde ich jetzt einfach mal so der Reihe nach anspielen. Vielleicht sind sogar noch ein paar mehr als 10. Naja, jedenfalls irgendwas in dem Dreh. Ja, Devmania, wer noch nicht davon gehört hat, ist so ein, bezeichnet sich als größte Konferenz für Computerentwickler und Nachwuchstalente. Ja gut, also ist quasi so ein Zusammentreffen von Leuten, die halt gerne Spiele machen. Die meisten machen es als Hobby. Ein paar Leute kommen da auch, die professionell damit zu tun haben oder halt in Zukunft vielleicht mal professionell werden wollen. Und auch ein paar Leute, die zum Beispiel von Microsoft war jemand da, der theoretisch vielleicht da irgendwie so ein Spiel mal publishen könnte. Ja, und die kommen dann halt da so ein bisschen zusammen, halten ein paar Vorträge, stellen ihre Projekte vor und nehmen am sogenannten Overnight Contest teil. Das heißt, da setzt man sich dann zusammen mit ein paar aus seinem Team oder auch vielleicht auch ein paar Leuten, die man gerade erst getroffen hat, und macht dann halt über Nacht ein Spiel. Und die meisten Sachen, die ich hier so habe, sind auch solche Spiele, die entweder in diesem Jahr da entstanden sind oder aus den vergangenen Jahren sind. Sind also alles eher so kleinere Spiele, die man jetzt hier mal auch schnell vorstellen kann. Das hoffe ich zumindest. Dass ich ja nicht bei irgendeinem Spiel eine Stunde brauche, weil sonst sitze ich ja hier 10 Stunden. Ja, das kurz zur Erklärung, was denn die Devmania ist, um die es ja heute gehen soll. Ich hoffe überhaupt, man versteht mich gut. Bis jetzt hat sich zumindest noch keiner beschwert. Ah, der Matrix ist auch da. Ich hoffe, der schaut auch zu. Und liest nicht hier so nur so gelangweilt mit. Ja, Blue Kobold, verspotte mich nur. Ja, erstes Spiel, was wir uns anschauen, nennt sich Garbel Diem und ist von Simon Weiss mit dem RPG Maker erstellt. Man erlebt ein Abenteuer in einer detaillierten Welt und muss den Fluch lösen, der auf einem liegt. Man hat nur einen Tag Zeit, das zu schaffen. Na ja, gut, so lange habe ich jetzt keine Zeit. Ich habe jetzt keinen Tag Zeit, hier den Fluch zu lösen, aber wir schauen einfach mal rein in das Spiel. Packen wir gerade mal hier diese ganzen Sachen in den Hintergrund. So. Denn das Fenster hier belegt nicht so ganz den gesamten Bildschirm. So, schöne Musik haben wir schon mal. Dann schauen wir einfach mal rein. Machen ein New Game. Jedes Objekt der Welt ist wichtig und trägt zur Geschichte bei. Wirklich jedes? Jeder Charakter kann mehrfach angesprochen werden. Und das Intro können wir uns auch mal ansehen. Ich habe also einen Traum. Ah, ich dachte, ich spiele Computerspiele. So schnell kann man sich irren. Ah, hier muss man immer Enter drücken, sobald der Pfeil erscheint. Damit es auch weitergeht.
Du armer Wicht. Du hast etwas, das mir gehört. Du weißt es nur noch nicht. 18 Uhr ist schon vorbei. Schon 8:30. Wenn ich dich das gewusst, hätte ich natürlich früher angefangen. Ach ja, immer dasselbe. Okay, ich habe also bis 18 Uhr Zeit, um Alraune zu besorgen. Und das ist schon um 12. Von wegen, man hat einen Tag Zeit. So. Norden hier oder Süden? Keine Ahnung. Im Norden kommst du in die Berge. Hier? Hier bist du bei der Farm. Da sieht man auch direkt, was ich für ein fantastischer RPG-Spieler bin. Okay. Sachen sammeln. Uhu. Und Tränke brauen. Die schnapp ich mir ja, die Sachen. Kann man mit diesem Kreuz reden? Schulterknochen. Wieso braucht ein Grab einen Schulterknochen oder was stellt das dar? Ach, das ist ein halbdurchsichtiger Mann vor einem Kreuz. Oh nein, da muss ich ja nach sonst wo. Oh nein, es ist schon 12 Uhr. Wieso läuft die Zeit rückwärts? Jetzt ist jetzt 12.32 Uhr und jetzt ist es schon 12.30 Uhr. Vermutlich kann man sogar irgendwie nachschauen, wie viel man schon gepflückt hat. Vielleicht auf I oder so? Natürlich nicht. So, kann man auch nach drinnen gehen. Ah, man kann nach drinnen gehen. Wie soll man es eigentlich schaffen, das alles zu lesen? Ja, Alraune-Wurzel. Verdammt. Wie soll man schaffen, das alles zu lesen, wenn man nur 12 Minuten Zeit hat? Na toll. Super. Oh, das ist auch wieder irgendwas Interessantes. Pflücken. Nein! Da ist auch nochmal eine Falle. Muss ich mir jetzt eine Karte malen? Was macht denn dieser doofe Baum hier? Der ist sicherlich eminent wichtig, um hier weiterzukommen. Nein! Ah. Bringt mir irgendwie nichts. Nein, wo ist denn da die Marterfalle? Ah.
Irgendwo da ist eine Falle, die man nicht sieht. Jetzt kommt auch noch ein Rabe. Ah, wenigstens tut er mir nichts. So, wie kommen wir jetzt schnell zurück? Natürlich einfach in die Marderfalle fallen. Ciao! Ach nett. Hier braucht man wenigstens nicht mal pflücken wählen. Halt, was war da? Hat irgendwas von Araun erzählt. Händler Horst verkauft Araun. Bei dem war ich doch schon. Ich hoffe mal, ich mache hier keinen Quest, den mir noch keiner mitgeteilt hat. Sammeln nur die Karotten auf den mittleren Feldern. Was sind denn die mittleren Felder? Ach so, in der Höhe die mittleren. Toll, das habe ich doch gemacht, bevor du es mir gesagt hast. Verschlossen. Ja, ich weiß, dass ich das hab. Ah, jetzt habe ich Superstärke dadurch bekommen. Aber was mir das jetzt nützt... Vielleicht kann man irgendwas in den Bergen damit machen. Ein Frosch! Aber wie komme ich zu dem hin? Irgendwie laufe ich noch im Kreis. Ich muss irgendwie nach oben. Ach, da kann man einfach drüber laufen. Natürlich. Wer hätte das gedacht? Aha. Was auch immer mir das sagen soll. Irgendwie fühle ich mich unter Zeitdruck gesetzt. Ach. Das bringt mich aber auch nicht weiter. Würde ich ja gern machen, aber ich hab nur noch, ich hab doch nur noch irgendwie 6 Minuten Zeit, um... Kriege ich jetzt hier ein Schwert wenigstens? Egal, erstmal alles mitnehmen. Halt, da oben ist auch noch jemand. Ach so. Ach. Sackgasse. Das ist ja auch ein toller Weg, der mich einfach so ins Nichts führt.
Ach, Baumstämme kann ich jetzt auch wegheben. Oder auch nicht. Oh, das ist auch noch ein Stein, oder? Ich habe nur keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Vielleicht irgendwie von oben? Ich weiß zwar noch nicht, was ich mit diesen Steinen erreiche. Da ist auch noch ein Stein. Wie viel braucht der denn? Ja, habe ich. Ach, irgendwie unnütz mit den Steinen. Da ist auch noch ein Stein? Nee. Ach, da unten diesen Holzstamm. Ja, so einfach kann es sein. Och nee. Oh, ich brauche eine Flasche Grog. Alles umsonst. Wo soll ich die denn jetzt so schnell herkriegen? Könnte ich die nicht irgendwie mit Marderfallen bewerfen oder so? Ob in diesem Spiel wohl ein Frosch als Wasserlebewesen zählt? Hier hieß es doch irgendwo, es gibt im Süden noch Steine. Irgendwie habe ich die nicht gefunden. Auch hier ist einfach zu Ende. Aber da drüben kann man einfach nach unten gehen. Das hätte man wissen können. Da ist doch noch ein Stein. Wie komme ich denn zu dem hin? Da sind noch sogar zwei, oder? Oder diese Steine sind einfach nur so ein bisschen... Irgendwie muss man doch da hochkommen. Ich bin total begeistert, aber ich stehe hier irgendwie unter starkem Zeitdruck. Ich habe nur noch 1 Minute 14 und ich verstehe nicht, wie ich darüber kommen soll. Oder die sind irrelevant, diese Steine. Ja, den kann man natürlich nicht wegräumen. Da ein Frosch, ein Frosch! Frosch mitnehmen. So, bitte Frosch. Erde findest du in der Höhle in den Bergen. Na, das ist ja super, da war ich doch schon.
schnell. Ach, meine Zeit ist abgelaufen. Haha. Gib mir mein Geschenk. Oh, na super. Eine Ziege wollte ich doch schon immer mal sein. Ja, da bin ich wohl zu langsam gewesen. Also, so funktioniert Carpe Diem. Vielleicht will es irgendwann mal jemand selber spielen. Stand da irgendwo eine E-Mail-Adresse? Oder sowas? Nein. Das heißt, ich werde euch auch nicht die Webseite verlinken, wo man das runterladen kann. So, das habt ihr jetzt davon. Vielleicht kann man ja noch googeln oder sowas. Machen wir einfach mit dem nächsten Spiel weiter. Das ist der Eintagszombie. Entstanden auf dem InnoGames Game Jam 2012. Also auch innerhalb weniger Tage. Und es wurde programmiert von Andreas Reich, Christoph Lämmerhirt und Stefan Marek. Und Game Designed haben diese auch noch. Und Jan Kurt Gerken und Till Gilsbach haben Charakt Hair Design gemacht. Und was es sonst alles noch zu designen gibt und sogar Animationen. Ja, was ist zu tun? Fliegen anführen und dann ein Zombie-Fliege draus machen. Jo, probieren wir das einfach mal aus. Nee, Cat, du sollst nicht Stanley Parable-Demo spielen, du sollst Carpe Diem und Eintagszombie spielen. Jo, machen wir aber mal die einfache Version. Und hier oben steht das Zombie-Rezept, das immer direkt ausgeblendet wird, wenn ich euch darauf zeigen will. Und dazu brauche ich erstmal Jimsonweed. Und dazu muss ich eben die Fliegen hier rüberbringen. Kommt her, meine Fliegen. Und dann kriege ich irgendwann die Generation rote Fliege. Denn die vermehren sich alle. Und wenn die sich eben sozusagen ihre Fliegeneier in diese erste Zutat der Zombie der Zombie-Mixtur sozusagen legen, dann kommen eben rote Zombie-Fliegen aus. So, und die müssen dann eben zur nächsten Zutat, das ist eben hier diese Froschhaut. Was man jetzt hier noch beachten muss, die haben immer oben drüber so eine Anzeige, wie lange sie noch leben. Und dann sollte man natürlich immer am besten die Fliegen nehmen, die noch möglichst lange leben. So, und dann kriegt man nämlich irgendwann blaue Fliegen. So, mit dem muss man jetzt, glaube ich, irgendwo anders wieder hin. Ah, hier unten zu dem grünen. Und dann grüne Zombie-Fliegen züchten. Kommt mit, ihr Fliegen.
So. Ich hoffe, ich mache das hier richtig, so als Zombie fliegen hört. Ja, mein Schwarm wächst auch Stück für Stück an. Irgendwie wollen die nicht so richtig darunter. Ja, doch, jetzt. Dann legen die wahrscheinlich irgendwann mal grüne Eier. Ja, da ist auch schon das erste. Fehlt noch die letzte Zutat. Irgendwas mit einem Fisch. Pufferfisch ist, glaube ich, ein Kugelfisch. Natürlich schwimmt auch dieses Spiel natürlich auf der Zombie-Welle mit. Ist doch klar. So, dann... Der ist... Wo genau der Kugelfisch? Scrollt es denn nicht? Ah, jetzt scrollt es. Da ist er. Oder? Ja, das muss es sein. So, und zwar die grünen brauche ich jetzt. Oh, ich habe noch 1 Minute 31. Ja, heute lauter Spiele mit Zeitbeschränkung. Nein, die sterben alle. Die pflanzen sich gar nicht mehr fort. Was ist denn da los? Sterben ja alle, bevor die da drüben ankommen. Oh oh, nur noch 35 Sekunden. Nicht da reinfliegen. Was tust du da, du dumme Flieger? Los, legt eure Eier. Ein daneben. Ah, der alte Voodoo-Zauberer. Oh, ich habe keinen Chimpsen-Weedfly. Das ist das Problem. Nur bin ich ausgestorben auch noch. Ja, probieren wir es doch nochmal. Jetzt wissen wir, wo die ganzen Sachen sind. Wo sind denn meine Stadtfliegen? Ah, unfaires Spiel. Beim zweiten Versuch kriegt man gar keine Stadtfliegen mehr. Hey, gib mir Stadtfliegen! So, das habt ihr jetzt davon, dann steige ich mir einfach neu. Aha. So, da haben wir schon die ersten roten. So, das nächste war doch hier drüben irgendwo. Ich weiß auch gar nicht genau, wie groß mein Schwarm sein muss, damit er hier überleben kann. Nämlich zu wenig sind, dann sterben die irgendwann aus. Ich
erstmal noch ein paar mehr blaue. Oh, jetzt sind es 5 Stück, das könnte ja reichen. Schneller! So, da ist schon die erste grüne. Geht's. Wir müssen in diese Richtung. Nicht die blauen, immer nur die grünen. Oh, ich glaube, das sind zu wenige. Die werden gleich alle aussterben. Bleibt zusammen, meine Fliegenarmee! Und macht neue Fliegen! Nee, irgendwie wollen die alle keine neuen Fliegen mehr machen. Jetzt stürzen die alle ab. Ist denn grüne Fliege jetzt ein dominantes oder ein rezessives Merkmal? Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass sich grüne Fliegen nur mit blauen Fliegen paaren können. Kann das sein? Schon wieder nur noch eine Minute Zeit. Kein grüner Fliegennachwuchs. Was ist denn da los? Oh, oh, ich werde schon wieder versagen. Selbst auf der leichtesten Schwierigkeitsstufe. Nein, das war knapp daneben. Eieiei. Tja, und so einfach versagt man. Na gut, das war also der Eintagszombie, so eine Mischung aus Fliegensimulator und Zombiespiel. So, das nächste ist gleich eine ganze Sammlung von Spielen. Alle von dem gleichen Autor. Die findet ihr alle auf der Seite mpeonline.org, die ganzen Spiele hier. Und da sind einige von der Dusmania und
einige von der EM 2012, von der 2008. Wer will schon nicht mal wissen, was da passiert ist? Ja, gehen wir einfach der Reihe mal nach durch. Fangen an mit der EM 2012. Das Spiel zwischen Holland und Deutschland. Beitrag für das 7D FPS. Ich dachte Fußball. Naja, gut. Starten wir das einfach mal. Ah, ein Ego-Shooter-Fußball. Okay, ich bin etwas verwirrt. Wo ist denn der Ball? Ah, der Pfeil zeigt den Pfeil. Zeigt Richtung Ball. Das ist meiner! Ich habe ihn! Ha! 1-0 für Deutschland! Was heißt eigentlich hier 11-11? Spieler oder was? Oh Mann, ich hatte den Ball, ich hab's gar nicht gemerkt. Wo ist er denn jetzt hin? Ist ans Publikum geklippt. Oh Gott. Hoffentlich fällt keiner runter vom Rasen. In diesem Publikumsgraben. Hey, irgendwer hat den Ball geklaut. Falls das übrigens bei euch ruckelt. Ist das der Schiedsrichter oder was? Der. Mit diesem Plauen. Falls das bei euch ruckelt, bei mir ruckelt es genauso. Es liegt nicht am Speeden. Das ist der Torwart? Warum hat das Tor zwei Torwärter? Ach so, ist das mein Torwart? Ich habe keinen Torwart. Ist das hier Oliver Kahn oder was? Warum bist du davon? Kahn! Ich hab den Ball, verdammt, ich hab's ja verpennt. Und irgendwie hat es auch meine Mannschaft geschafft, ein Tor zu schießen. Ich habe es gar nicht mitbekommen. Oh Mann, und das war erst hier eine Minute von den 90 Minuten. Irgendwie ist das Feedback nicht so gut, wenn man den Ball hat. Und gepfiffen wird ja auch ständig. Jetzt lasst mich doch mal hier wieder ran. So. Habe ich den Ball? Ja, ja, ich habe ihn. Zack! Nee, ich habe ihn doch nicht. Eben hatte ich doch noch. Ach, hier. Wer war denn das hier? Der Zidane oder so. Nee, der spielt doch gar nicht. Für Holland. Oder ist das Frankreich? Ach nee, dann müsste es andersrum sein. Ha! Euer Torwart ist ja genauso dumm wie unserer. Und rennt in der Mitte vom Spielfeld rum. Los, Klose, gib ab! Her! Ach nee, hier ist wieder ein Zuschauerkram gefallen, verdammt. Oh, oh, oh nein! Ah, Hilfe, Hilfe! Oh, verdammt. Oh, 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 oh. Ah, oh, oh, ich hab's kaputt gemacht. Ach. Und irgendwie haben wir auch schon einen Mann verloren. Der steht auf einmal 10-11. Okay, also dieses Spiel etwas chaotisch und etwas rucklig und... Naja, okay. Aber zumindest hat ja Deutschland immerhin 2-0 geführt. Das war also die EM 2012. Ungefähr so spannend wie im Fernsehen. Ja, das nächste ist Hack. Hat nichts mit Hackfleisch oder so zu tun, sondern war ein Beitrag für den Overnight Contest 2006 auf der Defmania. Und was macht man da? Ja, man hackt ein bisschen rum. So, zack. Und zwar bin ich der... Ist das ein Samurai? Ein Samurai mit dem blauen Pfeil bin ich. Und... Der Rest verfolgt mich hier. Hilfe! Ich glaube, unten, das ist meine Helfer. Haha. Nein, ich hänge! Oh Gott. Haha, ich habe mich erwischt. So.
Oh oh. Nicht mehr so viele Hitpoints. Ah, Mist. Game over. Ich will nochmal! Das war irgendwie witzig. Ich hab mal keine Ahnung, wie man nochmal macht. Irgendwie ist schon alles rot. Es gibt keinen Reset-Button. Und wenn, dann finde ich ihn nicht. Naja, starten wir aber nochmal. So. Huch, was war da los? Hat irgendwie was von Splatter. Hey, der biegt sich einfach in meinen Rücken. Einfach hin und hau einfach nur zu. Haha. Damit habt ihr nicht gerechnet, was? Oh Gott, wie viele stehen denn da schon wieder? Spielziel ist, glaube ich, den ganzen Level rot einzufärben. Was gibt's denn da drüben noch? Außer irgendwie 1000 Leute. Ich weiß auch nicht ganz, was der Unterschied ist zwischen dem roten und dem weißen Balken. Ja. Ich glaube, gewinnen kann man hier einfach nicht. Ich habe wieder 1120 Punkte. Genauso fertig hier auch schon. Einfach großartig. Ah, der X-Rim ist mittlerweile auch aufgeschlagen. Sehr gut. Hallo an euch beide. So, wollt ihr noch eine Runde Hack sehen? Denn das macht mir irgendwie Spaß. Irgendwie das witzigste Spiel ist, ja? Da können wir mal hier drüben noch erkunden. Ah, da liegt sogar irgendwie eine Kiste. Wie komme ich da hin? Nee, irgendwie eingemauert hier. Ich komme nicht zu der Kiste. Schade. Was macht man eigentlich mit diesem komischen Mauszeiger? Okay, durch Klicken kann man schlagen, aber was macht man mit diesem Mauszeiger? Kann man noch irgendwelche Sachen werfen oder so vielleicht? In Richtung des Mauszeigers. Der Mauszeiger einfach an, welche Richtung man schaut. Haha! Ich nutze das Terrain aus. Ihr habt keine Chance. Diesmal schlage ich meinen Rekord. Oh Gott. Hätte ich beinahe doch schwer gekriegt. Jetzt muss ich eigentlich langsam sterben. Nee, jetzt nicht! Ich hab schon 10 Punkte mehr als beim letzten Mal! Kann ich durch die Wand schlagen? Ja! Ich kann durch die Wand schlagen! Haha! Ach, Mist. Links oben raus zur Kiste. Wo kann man denn da raus? Okay, wir gucken jetzt nochmal, wie man zur Kiste rauskommt. Gut. Wo kann man denn raus zur Kiste? Hier ist alles zu. Ach, da ist ein, da fehlt ein Stück Mauer, tatsächlich. Nein, doch nicht. Verdammt. Geht nicht durch hier. Zu ist es hier. Sieht nur so aus, als wenn man da durch könnte.
So, ich erschlage einfach die Leute hier durch die Mauer durch. Dann könnt ihr mir nichts tun. Ja, genau. Chest is a lie. Eieiei. Also dieses Spiel, das sollte unbedingt jeder in seinem Leben mindestens einmal gespielt haben. Hier, ganz wichtig, diese Internetadresse also. Machen wir mit dem nächsten weiter. Das ist die Potty-Inspektion. Ich weiß gar nicht, ob ich das wirklich so genau sehen will. Oh, die hat auch noch Fullscreen. Ah, okay. So. Gucken wir uns erstmal die Hilfe an. Die funktioniert auch nicht. Aha. Mauszeiger. Und Enemy. Alles klar. So. Wie kriegt man denn die Hilfe wieder weg? Ach so, mit Escape. Ah, was ist da los? Ah, okay. Ich bewege mich einfach, indem ich diese Sachen einsammle. Alter, das ist ein Enemy, weg. Was tue ich denn gegen den Enemy? Einfach abhauen, oder was? Ich habe keine Ahnung, was der Sinn dieses Spiels ist. Die grünen Sachen einsammeln, okay. Mal grüne Sachen ein. Und von den Gegnern flüchten. Ah, da ist schon wieder ein. Nein, verdammt, ich bin direkt in den Gegner reingerannt. Ah. Wo ist denn der Restart-Button? Ah, okay. So eine Lebensenergie oder sowas? Ach, dieses Bild da oben ist wohl die Lebensenergie. Und wenn er so komisch guckt, ist er fast tot. Ja, aber am Anfang habe ich nicht die grünen Sachen eingesammelt. Oh, jetzt sieht er schon sehr blutverschmiert aus. Der Typ oben rechts. Jetzt nicht mehr. Komisch. Hä, warum sammle ich jetzt die roten Sachen ein? Ach, ich werde immer größer und sammle immer größere Sachen ein. Ah! Kommt der plötzlich her? Weg, weg! Mein Mauspad ist zu klein dafür! Deswegen bewege ich mich auch immer so abrupt hier. Nein! Ah! Heieiei. Neuer Versuch. Okay, also erst diese Sachen einsammeln. Dann irgendwann die grünen Sachen einsammeln. Wo muss man denn mal einsammeln? Gibt es da irgendwo einen Hinweis? Ah, da drüben sind auch meine Hitpoints. 6000. Schon 3000 verloren, alles. Ach nee, jetzt ist die nehmen wieder zu. Also einfach lange genug von den Gegnern wegbleiben, dann laden sich die Hitpoints wieder auf, alles klar. Irgendwie werden es auch immer mehr Gegner. Das ist ein bisschen wie Katamari Damacy, oder wie das heißt. Einfach allen möglichen Scheiß aufsammeln. Sind die Gegner jetzt eben verschwunden? Ah, jetzt bin ich schon hier auf Einzeller-Ebene oder sowas. Sieht aus wie so ein Kartoffeltierchen oder sowas. Das ist Pantoffeltierchen, das ist doch. Ah! Was sind denn das auf einmal für komische Fleischstücke? Ah, ich muss die kleinen blauen Sachen. Ah, jetzt die großen blauen Sachen? Ah, ein Gegner! Weg! Hilfe! Die kreisen mich ein! Okay, jetzt diese Fleischstücke.
Langsam wird's abstrus. Aber wenn man den Gegnern... Ah! Gestorben! Was kommt nach den Fleischstücken? Das würde ich jetzt echt gerne mal wissen. Aber jetzt muss ich mich erst bis dahin durchkämpfen. Aua. Ja, hätte man echt noch dran schreiben können, was man dann da so einsammelt. Da könnte man das lernen. Also das sind rote Blutkörperchen und dann irgend so ein Einzeller. Ah, jetzt darf ich die Blutkörperchen einsammeln. Jetzt die Einzeller. Was ist das nächste dann? Irgend so eine Bakterie oder sowas? Ah, okay. Ich bin auf Bakterienebene. Hilfe! Geht weg! Ich finde nichts mehr. Doch da. Ah, jetzt darf ich das nächste einsammeln. Oh, jetzt bin ich beim Fleisch angekommen. Zu viele Gegner. Was ist denn das? Ein Gehirn oder was? Ich habe keine Ahnung, was es darstellt. Das sieht aus wie ein Stück vom Gehirn oder so. So, jetzt die Gehirnstücke aufsammeln. Nein, ich bin eingekreist. Hilfe! Oh, ich kann diese blauen Sachen einsammeln. Was sind diese blauen Sachen? Ist das irgendwie so ein Stück Niere und Darm? Und wenn ja, warum ist das Gehirn irgendwie kleiner? Okay, ich glaube, ich muss jetzt diese Nieren einsammeln. Ist das eine Milz? Das sieht irgendwie aus wie so ein Blinddarm oder so. Und das nächste wie eine Milz. Oh Gott, das ist ein Herz! Kann ich da noch hinkommen? Ah, ich kann jetzt schon diese komischen Dinge einsammeln, was auch immer das darstellt. Oh, was ist das? Ah, die Herzen. Und eine Lunge? Kann ich schon die Lungen einsammeln? Also langsam wird's abstrus. Was ist denn das hier? Stühle? Tische? Autos? Natürlich! Wie verrückt sich dieser Typ da oben in der Ecke freut. Telefonzellen? Sind das Telefonzellen? Oder sind das Schränke? Okay, wir sind auf dem Level der Autos und werden gleich den Level Sattelschlepper erreichen, so. Und dann gehen wir über zum Level hier irgendwie Fischkutter.
Und danach irgendwie Kreuzfahrtschiff. So. Na, ob das hier alles perspektivisch korrekt ist. Oder wenigstens maßstabsgetreu. Ich weiß nicht so ganz. Das ist doch jetzt irgendwie so eine Untertasse oder sowas. Wieso ist denn die Untertasse so viel größer als ein Schiff? Und dann irgend so eine Brücke? Golden Gate Bridge oder so? Hilfe! Ich hänge! Aua, aua, aua! Ist hier auch noch was da, was ich einsammeln kann? Ah, ich kann schon die Brücken einsammeln. Und dann riesige Wolken? Was ist das? Ist das einfach so ein Stück aus einem Foto oder wie? Einfach so ein Stück Himmel aus dem Foto. Okay, jetzt kann ich irgendwie diese Eisberge aufsammeln. Und dann eine Raumstation. Dann Asteroiden. Oh Gott, was ist das? Ist das das Spaghetti-Monster? Pac-Man! Natürlich, Pac-Man! Wohnt im Weltall. Zwischen den Spaghetti-Monstern. Fehlt noch so ein bisschen Star Destroyer und sowas. Was ist das? Was ist dieses riesige Wesen da? Ah. Ach, der Mond natürlich auch noch. Oh Gott, hier drüben hört einfach der Level auf, oder was? Ah, wenn man genug Monde hat, kriegt man natürlich Erden und dann kriegt man Sonnen. Ja, ja, ich habe schon verstanden. Ich habe gewonnen. Wieso denn das? Ich will hier noch gefälligst, Es macht irgendwie keinen Sinn, dass man dann ganz viele Erden einsammelt. Ah, da sind in die Bilder ausgegangen. Ja. Haha. Tja, also, das war's dann wohl. Ich hab's geschafft. Ja. Sehr gut. Beifall. Beifall für dieses fantastische Spiel. Einfach genial, oder? Ich weiß nicht. Und dieser Absturz, der passt doch da perfekt dazu. Ja, schauen wir uns einfach mal noch die EM 2008 an. Was ist das denn? Die habe ich gar nicht. Die habe ich gar nicht entpackt. Ach nee, die ging aus irgendeinem Grund nicht, deswegen ist sie wieder gelöscht. Also die EM 2008, da hat irgendwas mit dem Fenstermodus nicht geklappt, glaube ich. Deswegen jetzt direkt Lost in Dimensions. Man könnte sogar denken, dass dieses Ende Absicht war, dieses Abstürzen. So, ich habe die Erklärung weggedrückt. Und da ich die Erklärung selbst nicht kenne, muss ich nochmal starten. Ja, die Welt ist am Arsch quasi. Alles ist in mehrere Dimensionen verteilt und überall ist man 10 Sekunden. Und keiner weiß warum. Aha, okay. Mit R neu starten. Und C und V wegen Kisten zu tragen. Jo. Dann los.
Was sind denn Kisten? Ah, das ist eine Kiste. Huch. Ach, das war wohl dieser Dimensionswechsel. Da kann man auch eine Kiste tragen. Halt. Nein! Das war schlecht. Ach, man kann damit die Kisten in die nächste Dimension mitnehmen. Oder wie? So, was habe ich damit jetzt erreicht? Keine Ahnung. Was macht man jetzt? Wahrscheinlich irgendwie so Kisten schnappen. Okay, man kann nur eine Kiste mitnehmen. Ah, und hier fehlen Kisten. So. Jetzt kann ich hier meine... Na super. Hier wollte ich doch gerade nicht hin. So. Zack. Jawoll. Hey. Oh Gott. Nein, das ist irgendwie Lava. Was ist das denn hier? Kann ich es irgendwie mitnehmen? Na gut, dass ich eine Kiste dabei habe. Zack! Ah, jetzt habe ich natürlich keine dabei. Und nu? Nu sterbe ich. Ach, man darf auch nicht runterfallen. Oh, ich habe hier vergessen, die Kiste mitzunehmen. Ich habe keine Ahnung, was das Ganze hier bedeuten soll. Normalerweise komme ich doch hier irgendwie weiter. Gut, Kiste schnappen. Ja! Sehr gut. Oh, ich kann schon wieder nicht entkommen. Ach, damit kann ich irgendwie dann das hochhalten, oder wie? Nein, ich habe schon wieder keine Kiste dabei. Wie traurig ist das denn? Und die ist ja auch wieder irgendwie weg. Wie soll man das denn schaffen? Man kann doch nur eine Kiste dabei haben. Ah, da unten sind auch noch so. Grün heißt wahrscheinlich gelöst. Ach, bin ich zu blöd zu. Ja, was soll ich denn hier machen? Haha! So geht's nämlich. Irgendwie. Dann hat man irgendwie genug Zeit, um da weiterzukommen. So. Ich hab's verstanden, glaube ich. Jawoll. Und hier nochmal eine Kiste mitnehmen? So. Und nu? Einfach alles wegtragen. Thank you.
Ah, was soll das denn? Ich habe keine Ahnung, was ich tun muss. Die Lava kommt erst, wenn sie mich gesehen hat. Menno! Vielleicht kann ich die irgendwie in Kisten einsperren. Aha, aha, aha. Was muss man hier tun? Ich habe keine Ahnung. Okay, einer ist grün. Versagt. Versagt! Hier tun. Eieiei. Hier einfach nur auf die andere Seite laufen. Ha, okay. Ach, verloren. Ah, gut, den ersten habe ich schon mal. So, den zweiten habe ich auch. Ah, aber der dritte, der ist so schwer. Nein, das war ja vorbei. Ach, viel zu eng. Ah, ich kann ihn in dieser Ecke einsperren. Rein theoretisch. Ja. Nee, 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 erstmal hier zumachen. Ich glaube, die Fortsetzung dieses Spiels scheitert einfach an meinen nicht vorhandenen Fähigkeiten. Ah! Schon wieder ins Wasser gefallen hier, oder was das dann ist. So. Letzter Versuch. Dann gehen wir einfach zum nächsten Spiel über. Ah! Ich habe eine Kiste mitgenommen, das ist schlecht, denn die brauche ich ja dafür. Scheiß Flatfill.
Na gut, ich glaube, ihr habt einen Eindruck davon bekommen, wie man das schaffen könnte, wenn man nicht so ein Noob ist wie ich. Ja, tatsächlich hier ein Ludum-Dare-Beitrag, wie der Rip das eben auch schon richtig vermutet hat. Und das letzte, was ich hier noch habe, ist das Walkover. Von dem haben vielleicht schon mal jemand gehört. Da geht es einfach nur um Rumballern. Und zwar geht das theoretisch im Netzwerk mit mehreren Leuten. Und da sucht man sich irgendein Level raus, zum Beispiel die Katakomben. Gibt normalerweise noch einen Namen ein, dort wo Enter Your Nickname steht. Und dann geht's los. Und dann können hier von diesen ganzen tausenden Spielern ganz viele gesteuert werden. Oh, wir sind schon wieder bald alle tot. Oh, ich werde eingekreist. Tja. Also so in etwa funktioniert das. Ja, es gibt so an die 100 Level wahrscheinlich. Ja, vielleicht wenn man so ein, zwei menschliche Mitspieler ja noch hat, kann man das Ganze vielleicht sogar gewinnen. Ansonsten stirbt man halt irgendwann. Ja, das also so viel zu Walkover, bei dem keine Button-Texte funktionieren. Wie, was heißt denn, man sieht nichts? Ach. Hier funktioniert ja nix. Habt ihr wenigstens was gehört? Super. Okay, also vielleicht habt ihr was gesehen, vielleicht auch nicht. Ich hoffe, ihr seht zumindest jetzt wieder was. Und ihr seht nicht alle nur schwarz hier. Jetzt habe ich mir so Mühe gegeben und man kann überhaupt nichts sehen. Das ist irgendwie traurig. Ja, also das ist eine kleine Auswahl der Spieler, die ihr auf dieser Website hier findet. Bei MPE Online. Und das ist alles kostenlos. Ja, machen wir mit dem nächsten weiter. Das ist der Gottesdienst-Simulator.